Willkommen heute aus Budapest, wo wir das Sony Xperia M2 auspacken. Das ist ein schönes Einstiegshandy für euch, bei dem wir einen Preis von unter 300 Euro haben und trotzdem ein schönes QHD-Display mit 4,8 Zoll und natürlich noch weitere technische Daten, die ich gleich im Video kurz erläutern werde. Wie ihr sehen könnt, das kann man in drei Farben kaufen. Wir haben hier die pinke Variante und hier stehen auch schon ein paar technische Daten drauf, wie zum Beispiel, dass wir eine 8-Megapixel-Kamera haben. Vorne aber natürlich auch noch eine VGA-Kamera für Selfies, ein Blitz ist auch mit dabei und ein Quad-Core-Prozessor und zwar der Snapdragon 400. Genau, packen wir das Ganze einfach mal aus und schauen uns das an. Das ist nicht wasserdicht, so wie die Xperia Z-Serie natürlich, aber trotzdem haben wir hier NFC, WLAN und alles mögliche mit drin. Wie erwähnt, das ist hier die lilane Variante, sehr schön anzuschauen, aber gleich nochmal im Detail, auch dann im Fokus. Der Fokus im Hintergrund aufs Parlament ist auch nicht so hässlich. Dann natürlich haben wir ein Ladegerät hier drin von Sony, wie üblich 850 mAh nur. Genau so. Und dann natürlich noch Kopfhörer mit dabei und ein Micro-USB-Kabel, die ich jetzt beide mal hier rausziehen muss. Also ein Micro-USB-Kabel, nichts Besonderes. Und das Kopfhörerstück ist jetzt hier nicht mit dabei, steht aber auch hier drauf auf der Verpackung, dass hier nicht ganz alles drin ist. Halb so wild, das hat wohl einer unserer Kollegen vergessen, wieder mit reinzulegen. Und dann haben wir natürlich noch ein kleines Handbuch. Wie ihr sehen könnt, es gibt verschiedene Versionen davon, deswegen die unterschiedlichen Namen. Und im Startup-Guide natürlich eine kurze Beschreibung, wie wir das Handy einrichten können, SIM-Karten einlegen und so weiter und so fort. So, dann schauen wir uns das Handy mal an. Jetzt in voller Schärfe. Wie gesagt, 4,8 Zoll, das ist kein kleines Handy, aber eigentlich liegt das noch ganz gut in der Hand von der Größe her. Ich komme auch noch hier gut oben ran, wenn ich das so festhalte. Wie ihr sehen könnt, seitlich haben wir den An- und Ausschalter, Lautstärkeregler, Kamerataste. Wir können uns das wie immer in unseren Hals hängen. Und hier hinter so einer kleinen Klappe, obwohl es nicht wasserdicht ist, haben wir dann die SIM-Karten und die Micro-SD-Karten-Slot, denn wir haben intern 8 GB Speicher und 1 GB RAM übrigens. Auf der anderen Seite da der Micro-USB-Stecker zum Aufladen, wie ihr sehen könnt, komplett offen. An der Unterseite befindet sich nichts, beziehungsweise an der Oberseite auch nichts, nur ein Kopfhöreranschluss, nicht zu spannend. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, NFC ist gleich hier, beziehungsweise da ist die Kamera, ein Mikro und noch der Blitz. Wie ich das Gerät jetzt anmache, können wir uns gleich ein bisschen die Kamera anschauen, wobei wir jetzt eigentlich eine Lowlight-Situation haben, denn hier im Hintergrund werden schon die Lichter angemacht, um die Stadt zu beleuchten. Ein sehr ähnliches Produkt ist das Sony Xperia Style, das auch T3 genannt wird, das zeigen wir euch auch noch im anderen Video und im Vergleich dann auch das Handy natürlich noch mit anderen ähnlichen Produkten demnächst, wie zum Beispiel dem neuen iPhone 6, was nicht nur in der Größe eigentlich ist, denn das hat ja 4,8 Zoll. Ich lasse jetzt mal auf Englisch, weil ich gerne auf Englisch jemand die Software hier habe. Wie ihr sehen könnt, ich richte es zum ersten Mal ein. Aber Sony friert hier tatsächlich wirklich nicht allzu viel, wie ihr sie gesehen habt, nur die Sprache und den Rest kann man dann später einstellen. Hier seht ihr schon das QHD-Display, was überhaupt nicht unscharf ist, obwohl wir 4,8 Zoll haben. Und wenn ich jetzt hier die Kamera einfach auswähle, merkt ihr dann gleich, obwohl wir es gerade erst hochgefahren haben, ist das hier schön schnell. Location kann sich auch gerne merken. Und GPS wollen wir jetzt nicht unbedingt anmachen. Aber wie wir sehen können, wir können jetzt schon ein schönes Bild schießen. Ich habe die Kamera jetzt auf der Rückseite aber gar nicht erst sauber gemacht. Aber vom Parlament ein Schnappschuss ist natürlich immer gut. Und drehen wir das Ganze jetzt einfach mal um. Und dann könnt ihr sehen, hier ist meine Kamera per VGA aufnehmen. Natürlich wird die Qualität nicht allzu schön, aber das soll ja auch nur kurz hier demonstrieren, wie das Handy in der Geschwindigkeit ist und natürlich wie die Qualität ist. Das war es auch schon mit dem ersten Unboxing vom Sony Xperia M2. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und weitere Videos werden folgen unserem Channel, also nicht vergessen zu abonnieren.